Herzlich willkommen in der Steigerwelt von Rothmann. In der folgenden Präsentation erhalten Sie einen Einblick in die Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten der neuesten TB-Baureihe. Erleben Sie unsere TB-Steiger in verschiedenen Einsatzsituationen und nutzen Sie die Gelegenheit, die technischen Ausstattungen der Steiger im Detail zu betrachten. Direkt zu Beginn unserer Präsentation möchten wir Sie über den größten Vorteil unserer neuen TB-Baureihe informieren: das Konzept der Abstützung. Serienmäßig erhalten Sie eine LKW-Arbeitsbühne mit horizontal-vertikaler Abstützung, was für Steiger in dieser Geräteklasse weltweit neu, einmalig und revolutionär ist. Sie ermöglicht Ihnen problemlose Einsätze auch in schmalen Straßen und Zufahrten, denn Sie haben die Möglichkeit, je nach Einsatzsituation nur im Fahrzeugprofil einseitig oder komplett abzustützen. Die Steigersteuerung sorgt vollautomatisch dafür, dass Ihnen, je nach Abstützposition, die maximal möglichen Leistungsdaten freigeschaltet werden. Gepaart mit der ebenfalls serienmäßigen Aufstell- und Einfahrautomatik, die im Arbeitskorb auf Knopfdruck aktiviert wird, sind die Abstützfunktionen unserer neuen TB-Baureihe ein echtes Kinderspiel. Die Steiger können auf den neuesten Trägerfahrzeugvarianten, beispielsweise VW Crafter oder wie hier dargestellt Mercedes-Benz Sprinter, montiert werden. Was Ihnen diese innovative Art der Abstützung im Speziellen und unser Arbeitsbühnenkonzept im Allgemeinen bringt, zeigt sich beispielsweise in diesem Einsatz. Schnell, einfach und unkompliziert werden in schmalen Gassen und bei Arbeitseinsätzen über das Heck des Fahrzeugs nur die hinteren Stützen im Fahrzeugprofil ausgefahren. Das reicht aus, um trotzdem hervorragende Leistungsdaten abrufen zu können. Aber nicht nur die schmale Abstützbreite ist ein Vorteil. Die Durchfahrtshöhe von nur ca. 3 Meter ermöglicht Ihnen optimale Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise im Garten- und Landschaftsbau, im Einsatz an Privathäusern oder im Hallenbau. Und die Fahrzeuggesamtlänge von nur 7,20 Meter steht für die kompakte Bauweise, mit der Sie auch bei engen Platzverhältnissen, beispielsweise in Innenstädten, optimal navigieren können. Kommen wir jetzt zu den Leistungsdaten der TB-Baureihe. Mit 22,1 Meter Arbeitshöhe beim TB 220 und mit 18 Meter Arbeitshöhe beim TB 180 sowie einer Reichweite von bis zu 14 Metern sind die Steiger der TB-Baureihe trotz der stabilen Auslegerkonstruktion in Stahl mit hervorragenden Leistungsdaten ausgestattet. Ein zusätzliches Plus an Flexibilität ergibt sich durch das 3,5 Tonnen Fahrzeug, welches lediglich den Euro-Pkw-Führerschein der Klasse B voraussetzt. Aber Rothmann baut die TB-Baureihe auf Wunsch auch auf Fahrzeugen der 4,6-Tonnen-Klasse auf, wodurch sie in den Vorteil von weiterer zusätzlicher Nutzlast kommen. Die zulässige Aufstellneigung von 5 Grad ist ein weiteres Highlight unserer neuen Steiger. Sie sorgt zusammen mit dem enormen Stützenhub dafür, dass man selbst bei unwegsamen und steilem Gelände aufstellen und arbeiten kann. Je nach Schrägneigung der Arbeitsbühne werden, wieder vollautomatisch, die maximal möglichen Leistungsparameter zugewiesen, ohne dass Sie komplizierte Abstütz- oder Einstellarbeiten vornehmen müssen. Zum Schluss unserer Einsatzbeispiele wollen wir nun noch einen weiteren Vorteil, speziell für Kommunen und Energieversorger, präsentieren. Denn durch die neue Abstützkonstruktion ergibt sich ein einsatzspezifischer Vorteil, speziell für die Wartung von Straßenbeleuchtung. Nur mit Hilfe der hinteren Stützen, die im Fahrzeugprofil ausgefahren werden, wird die notwendige Standsicherheit für die Wartung und Pflege von Straßenbeleuchtung gewährleistet. Durch die hohen Bewegungsgeschwindigkeiten der Abstützungen und des Auslegersystems können, beispielsweise bei Einsatz des Fahrzeuges mit einer Person im Arbeitskorb und einer weiteren im Fahrerhaus, in kürzester Zeit ganze Straßenzüge mit Beleuchtungskörper gewartet und instand gesetzt werden.
Abschließend erhalten Sie nun nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Profil der TB-Steiger. Mit der geringen Fahrzeuggesamtlänge von 7,20 Meter, der geringen Durchfahrbreite von 2 Metern und der niedrigen Bauhöhe von 3 Metern ist die TB-Baureihe kompakt, wendig und flexibel. Die Variabilität der neuen Abstützkonstruktion ermöglicht nur im Fahrzeugprofil einseitig links oder rechts sowie komplett abzustützen. Im stabilen Stahlausleger sind alle Leitungen sicher und witterungsgeschützt untergebracht. Am Ende des Auslegers befindet sich Ihr Arbeitsplatz. Ein geräumiger Alukorb bietet mit einer Größe von 1,40 m x 70 cm spielend Platz für zwei Personen und zusätzliches Arbeitsgerät. Problemlos nimmt sie eine Gesamtlast von bis zu 200 kg auf. Auch die neuen Steiger der TB-Klasse verfügen serienmäßig über eine Bühnendrehvorrichtung von 2x55 Grad. Bevor Sie die Stützen des Steigers ausfahren, sollten Sie, je nach Beschaffenheit des Untergrundes, die optionalen 4 Kunststoffplatten als Unterlage für die Stützen in Position bringen. Ihr Bedienungscockpit ist einfach und selbsterklärend aufgebaut und mit Symbolen beschriftet. Somit gewährleisten wir eine intuitive Bedienbarkeit unserer Steiger. Neben dem Bedienpult in der Arbeitsbühne befindet sich am Fahrzeug eine Zweitsteuerung für alle Bewegungen des Steigers. Wie auf der Arbeitsbühne finden Sie auch hier eine Notaustaste zur Unterbrechung des Strom- und Hydraulikkreises im Notfall. Das mehrsprachig verfügbare Informations- und Diagnosesystem zeigt beispielsweise an, warum bestimmte Bewegungen oder Einsätze nicht möglich sind. Darüber hinaus macht sie eine schnelle Fehlerbehebung möglich, da alle Endschalter und Stromleitungen auch ohne spezielles Messwerkzeug gemessen werden können. Zum sicheren, schnellen und einfachen Aufstellen der Arbeitsbühne sind Dosenlibellen am Fahrzeug angebracht, die Sie stets über die Schrägneigung des Steigers informieren. Hubmann-Steiger gewähren Ihnen Sicherheit, Flexibilität und lange Zuverlässigkeit. Noch mehr Details über die Vorteile der Steiger für Ihre Einsatzzwecke präsentiert Hubmann Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch oder bei einer persönlichen Vorführung.